Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarim zu einem neuen Part von den Dwarf News. Diesmal für den Monat August und den Monat September zusammen. Direkt weiter. Na, Online-Modus nicht direkt, aber das ist wohl dieser Modus, in dem man Freunde, die man mal irgendwann nur getroffen hat oder auch gern wildfremde Menschen battlen kann. Was auch immer. Und vielleicht wisst ihr, was ich meine, weil das im Menü schon gesehen habt. Ja, kommen wir zu den News. Was ist jetzt hier gerade passiert? Das sah ja schlimm aus. Viele von den News, die sich in Dwarf News für euch ergeben, für euch präsentiert werden, sind noch in Planung. Manche davon werden nie verwirklicht, aber die meisten sind schon fix und gesetzt und finden statt. Das sind die Zwergenfürst News, die News von diesem Kanal. Ja, als ersten Punkt gibt es heute eine Nachricht, die ich schon in einem Pokémon Y-Part veröffentlicht habe. Diese Bombe ist da schon geplatzt. Die Bombe habe ich schon platzen lassen. Auf Instagram habe ich es schon mit ein paar Bildern in vergangener Zeit angedeutet. Immer so ein paar Bilder rausgehauen, die schon so ein bisschen drauf andeuten und hinweisen, was passiert. Ja, ich sag's hier nochmal offiziell für alle, die es nicht über Instagram und auch nicht über den Pokémon Y-Part erfahren haben. Kann ja sein, dass die jetzt hier Pokémon Y-Catch M, die jetzt hier die Dwarf News gucken, da habe ich ein bisschen gestottert. Die Dwarf News gucken, um diese Neuigkeiten zu erfahren. Ja, jetzt hau ich es mal nicht raus, ohne um den heißen Brei herumzureden. Ich ziehe um. Ja. In welche Stadt ich umziehe, das werde ich euch noch nicht sagen. Genauso habe ich es auch in Pokémon Y und auch auf Instagram noch nicht gesagt. Das ja, wird dann wahrscheinlich demnächst ans Licht kommen, wenn ich dann umgezogen bin. Dann werde ich bestimmt ein paar Videos außerhalb der vier Aufnahmezimmer wenden, drehen und ja. Wer sich da ein bisschen auskennt in Deutschlands Städten, würde bestimmt nicht umherkommen und begreifen, in welcher Stadt ich denn da bin. Also insofern werdet ihr das noch erfahren. Ich bin momentan ziemlich viel mit Umzugsgeschichten beschäftigt und ja, habt auch vieles gerade im Kopf, was Richtung Umzug geht. Es wird kein kompletter Umzug, also ich werde jetzt hier nichts aus der Bude rausschmeißen, wo ich gerade bin. Also noch bin ich in der alten Kiste hier in meinem kleinen Kabuff. Eine gute Nachricht an dieser Stelle, es wird größer und das freut mich wahnsinnig. Es ist mehr Platz und ja, und damit auch mehr Platz für YouTube in gewisser Weise. Ich werde es ja noch sehen, das kommt jetzt im September. Im September ist dann der Umzug geschehen und dann kommen einige Neuigkeiten auf euch zu. Eine Roomtour wird es bestimmt dann noch bieten. Ja, das ist, ich denke, das lässt sich machen, das lässt sich einrichten. Einrichten, ja, auch ein paar Einrichtungsvideos, ein paar Kleinigkeiten werde ich da, also jetzt bin ich schon am Einrichten, also das Größte, das Gröbste mache ich ohne die Kamera, das ist ja, da muss ich nicht auch noch die Kamera mitschleppen, das ist eh schon stressig genug, aber vielleicht wird es da auch noch ein kleines Regal aufzubauen geben oder, ja, ein PC aufzubauen oder einen Schreibtisch meinetwegen einzurichten oder irgendwas. Irgendwas wird es da vielleicht auch noch als Einrichtungsvideo geben. Lasst euch mal überraschen.
und viele andere neue Videos, die sich in der neuen Stadt dann auch, ja, ich sehe eine andere Stadt, falls das noch nicht so aus den Worten hervorgekommen ist. Viele neue Videos in der neuen Stadt, da bietet sich auch einiges an. Ja, freut euch drauf, seid überrascht. Ja, eine neue Ära auf Zwergfürst LP. Auf jeden Fall. Da geht's gleich in diesem Racing weiter. Man schon bei einem Cups, wie es ausschaut. So, die News Nummer 2 hier in der Liste. Ich muss jetzt ein bisschen schneller sprechen. Und muss mich auch ein bisschen kürzer fassen bei manchen Punkten, weil, ja, es sind viele News, die hier anstehen, weil das auch zusammengefasst für 2 Monate ist und jetzt auch die Sommerpause war und da einiges auch nicht durchgesagt werden konnte. Da ist ein bisschen was aufgestaut und wird auch gleich vorgegriffen. Also, es gibt dann im September vermutlich keine Dwarf News. Ja, nein, nicht nur vermutlich. Es gibt keine Dwarf News für den September. Das sind jetzt die hier für August und September. Die nächsten Dwarf News dann wieder im Oktober. Ja, was sind die 2. News? Sommerpause war schon fast richtig. Die Sommertour 2018. Die streckt sich ein bisschen, muss ich euch verraten. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Das erste Video zur Sommertour 2018 kam. Lasst mich lügen. Irgendwann Anfang Juli, Mitte Juli online. Und ja, wo fahre ich hin? Was passiert hier? Achso. Ja, das sah gerade ein bisschen verwirrt aus. Der nächste Part kam dann Anfang August, Ende Juni raus und ja, jetzt bin ich wie gesagt mit dem Umzug ein bisschen beschäftigt und habe auch nicht die Möglichkeiten, auch unter anderem wegen Beruf und so weiter, jetzt habe ich mich verfusselt hier am Satz, ich habe mich im Satz verfranst, jetzt habe ich auch nicht die Möglichkeiten, irgendwie mir die Zeit zu nehmen, mal zu verreisen, irgendwie in andere Städte zu touren. Aber irgendwann werde ich das haben, deshalb wird sich das noch ein bisschen weiter in den Herbst ziehen und ja, die Sommertour wird zur Herbsttour. Das heißt, wird wohl im Oktober, November vielleicht. Vielleicht wird es auch zum Dezember Sache. Irgendwann mal, wenn ich halt die Zeit einbringen kann und ja, Zeit zum Verreisen habe, wenn dann alles auch mit dem Umzug komplett überstanden ist und dann ja, ein bisschen mehr Freiraum und ein bisschen mehr Spielraum habe, dann kann das dann weitergehen. Und es wird die letzte Sommertour sein. 3 haben wir gehabt, 2016 gab es eine Sommertour, 2017 gab es eine Sommertour und 2018 jetzt die letzte Sommertour. Das wird aus dem Grund einfach die letzte Sommertour sein, weil es nicht mehr möglich ist. Ich sehe es jetzt schon bei dieser Sommertour. Es zieht sich hin und es ist auch jetzt im Arbeitsleben nicht mehr so leicht, da irgendwie so eine komplette Tour hinzulegen, die man nacheinander einfach durchzieht. 2016 und 2017 habe ich das einfach so gemacht, dass dann gesagt habe, yo, ich setze mich in einer Ferienwoche hin. Das waren dann immer die Sommerferien. Da war ich noch in der Schule. Da habe ich dann gesagt, ich reise einfach mal komplett. In 2 Wochen habe ich das, glaube ich, durchgemacht. Einfach mal 3 Videos in einer Woche. Also montags, mittwochs und freitags war ich unterwegs. Und nächste Woche dann dienstags, donnerstags und samstags war ich dann jeweils in einer Stadt und da ging das noch, da hat es auch Zeit, da hat es auch, ja, irgendwie hat sich das Ganze geändert und ja, mit dem Arbeitsleben kommen dann auch andere Sachen. Ja, so ist es und da wird das dann halt einfach auch zunehmend problematischer, das zu organisieren und es durchzuführen, deshalb, ja, war es das dann auch, ist dann auch der Aufwand nicht mehr
wert. Ist schade, aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, ist es vorbei. Ja. Weiter geht's mit der nächsten News. Mit dem nächsten Newspunkt. Das sind die aktiven Projekte gerade auf meinem Kanal, die ich mal vermelden muss für die Leute, die es nicht anderweitig mitbekommen haben oder es einfach nur wissen wollen hier in diesem Part, in diesen Dwarf News. Aktiv sind gerade, also so richtig aktiv mit regelmäßigen Uploads sind eigentlich gerade nur mein Minecraft-Projekt, Minecraft Arno. Darum habe ich in einigen anderen Dwarf News schon geredet. Und die Pokémon Y, das Pokémon Y Let's Play again. Das sind meine beiden Projekte, die gerade aktiv sind. Alle anderen sind ja so inaktiv, aktiv. Also schon irgendwie aktiv, aber erstmal so eingefroren oder halt nur zäh fortgesetzt. So sieht's aus. Minecraft Arno und Pokémon Y, meine beiden aktiven Projekte. Ich setze gerade sehr viel auf Minecraft, weil das habe ich neu angefangen und es begeistert mich jetzt sehr und auwei, bin ich runtergefallen. Ja, das will ich auch fortführen, da will ich jetzt auch ruckzuck mal ein paar Parts hinter mich bringen. Wir müssten jetzt auch schon langsam so bei Part 20, Part 21 angekommen sein. Ein bisschen bin ich natürlich immer beim Vorproduzieren, damit ich die Woche auch ein bisschen Luft habe. Das Video nehme ich hier gerade für Freitag auf, okay? Ich glaube, ja, das ist Freitag. Das wird Freitag, ja, richtig. Dwarf News kommt Freitag. Und heute ist welcher Tag? Heute ist, also genau genommen ist heute Donnerstag, aber eigentlich auch Freitag. Es ist 0.33 Uhr. Also, ja, wie man es nimmt, also irgendwas zwischen Mittwoch und Donnerstag. Ja, so ein kleines bisschen Vorsprung habe ich dann immer, damit es dann, ja, damit das dann ganz entspannt abgehen kann und ich mich da nicht stressen muss, weil ich muss das dann auch noch schneiden und mit Arbeit ist das dann ein bisschen 8 Stunden Arbeit. Boah, was war denn das für eine Runde? 40 Stunden die Woche. Hm. Da muss man dann auch ein bisschen gucken. Ja, muss das auch noch schneiden. Ich drehe das dann immer nachts. Dann nach der Arbeit am Nachmittag des kommenden Tages schneide ich das dann immer und es wäre dann ziemlich stressig und würde wahrscheinlich auch nicht gehen, wenn ich das dann. Ich brauche dann so ein bisschen Vorlauf, weil wenn ich mich jetzt nachts noch um 2 oder um 3 hier noch hinsetze und schneide, dann wird da nichts Gutes draus. Ja. So. Ich wollte eigentlich schnell durchgehen, aber ich bin jetzt erstmal bei Punkt 3. Naja. Pokémon. Ich habe schon vorgesprungen. Habe schon mich vorgenommen. Punkt Nummer 4 ist ganz kurz. Pokémon, die gelbe Edition wurde weitergeführt. Das Projekt hat gehangen an einer Stelle, weil da ein Arena-Leiterkampf nicht fortschritt und den habe ich jetzt bestanden und da bin ich jetzt ein bisschen weiter gerückt und da kann jetzt demnächst eventuell neue Parts dazu kommen zur Pokémon Gelbe Edition. Das hoffe ich auch sehr bald zu beenden, weil es ist ein altes Projekt, was auch abgeschlossen werden muss und dann ist wieder eins weniger. Ich freue mich immer da ein bisschen, wenn ein Part beendet ist. Ja, weitere Projekte, die auch noch beendet werden müssen, gleich in den nächsten News. Das klingt fast so, als würde ich jetzt hier noch eine Werbepause einrichten wollen. Gleich nach der Werbung geht's weiter mit dem nächsten Newspunkt. Nee, Spaß. Ja, der nächste Newspunkt, die nächste Sache, die anliegt, das sind
wie gesagt, schon die Projekte, die halt jetzt wirklich am Einfrieren sind oder schon eingefroren wurden. Das sind unter anderem Tomodachi Life, auch ein Projekt, was ich sehr bald sehr schnell beendet sehen will, aber nicht so wirklich beendet bekomme. Und da haben wir noch Luigi's Mansion 2. Passt hier irgendwie zu Mario Kart. Da gibt es auch eine Route mit Marios, mit Luigi's Mansion. Bin komplett durcheinander hier. Ja. Luigi's Mansion 2, da haben wir jetzt den ersten Bosskampf, den ersten Zwischenbosskampf gekriegt. Was heißt jetzt? Das ist jetzt fast schon ein Jahr her. Und dann wurde es eingefroren, dann kamen andere Projekte, wichtige Projekte und haben wir es links liegen lassen. Ja, Mario 3D nennt es auch so eine heikle Sache. Naja, da fehlen eigentlich nur noch ein paar Parts. So 5 bis 6 rauskommen. Dann habe ich das Ganze hier beendet. Aber ja, irgendwie, wie ich gerade eben schon gesagt habe, gibt es dann immer wichtigere Sachen. Wie Pokémon Y, again. Dann kommt Minecraft Arno noch dazu, was dann natürlich aktiv spielen will. Und dann kommen auch immer mal wieder neue Projekte, die interessanter und schöner sind und so bleibt das immer auf der Strecke. Und dann, ja, ich weiß, ist nicht schön und ich würde es gern fortführen, aber ja, neue Projekte sind dann doch immer entspannender und schöner und toller. Und abbrechen will man sie dann doch nicht ganz. Ja, was haben wir hier noch? Mario 64. Ja, das haben wir auch angefangen und nicht wirklich weitergeführt. Ich bin so ein Typ, der die Sachen anfängt und nicht weitermacht. Verzeiht es mir. Irgendwann wird es auch damit weitergehen. Aber Tomodachi Life, das müssen wir wirklich mal auf die To-Do-List schreiben. Ah, ich dachte, ich hätte den Stern noch gehabt. Das geht wirklich nicht. Das läuft jetzt, glaube ich, schon. Das läuft bald seit 2 Jahren. Das ist ein Anfangsprojekt von mir. Das habe ich 2016, Februar 2016 angefangen. Das ist katastrophal, wie lange das schon läuft. Das ist hier wirklich, das muss entweder bald mal beenden oder abbrechen. Also Mario 3D Land, das ist auch mittlerweile grenzwertig, aber zumindest läuft das wirklich unter aller Kanone. Naja, das dazu, so viel dazu. Steuern kann ich nicht richtig und naja, bin ein bisschen schlecht jetzt hier. Konzentriere mich mehr auf die Inhalte als auf das Gameplay. So ist es. Nummer 6 der News. Ja, auch ganz lustig und spannend. Oh ja, verloren. Aber glatt hier noch ein paar Runden dranhängen, weil ich habe noch einiges zu vermelden. Zum Beispiel das Geburtstags-Special 2018. Es ist mal wieder soweit. Im September habe ich wieder Geburtstag. Ich sag's immer öffentlich. Nicht genau, wann genau mein Geburtsdatum ist. Das möchte ich gerne privat halten. Das ist mein großes Anliegen, dass das recht ungenau gehalten wird. Ich sag immer, irgendwann zwischen dem 1.9. und dem 8.9. feiere ich meinen Geburtstag. Das ist definitiv so. Irgendwann in diesem Zeitraum liegt mein wirklicher Geburtstag. Da steht auch meine Geburtsurkunde. Einer dieser Tage zwischen dem 1. und dem 8. September ist wirklich mein Geburtstag. Also, ich mache das auch mit dem Geburtstags-Special immer so. Ich mache das immer so durcheinander, dass das immer auch unklar ist. Es stehen auch auf den sozialen Netzwerken verschiedene Geburtsdaten, damit das auch nicht klar ist. Ich glaube, auf Twitter ist es der 8., wenn ich mich nicht irre. Auf Facebook war es, da bin ich jetzt nicht mehr aktiv. Facebook war es der 3., auf einem anderen wieder der 5., so dass das auch, ihr könnt nicht irgendwo nachgucken und schauen, wie ich Geburtstag habe. Also ihr könnt hier in die sozialen Netzwerke nicht vergleichen und gucken, ah,
Und der hat überall das Datum zu stehen. Das muss passen. Und auch auf YouTube mache ich das immer so. Ja. Ich glaube, dieses Jahr ist der 5. dran. Ein Geburtstagsspecial kommt dieses Jahr am 5. September. Das war 2016. Der 3. September 2017 kam das Geburtstagsspecial am 4. September online. Und dieses Jahr ist dann am 5. September. Nächstes Jahr kommt ein Geburtstagsspecial am 6. September online. Ja, macht auch ein bisschen Spaß, das so einzurichten. Ja, und jetzt komme ich mal zur Wurst, jetzt geht's ja an der Wurst. Gleich zum Punkt der Sache. Na, ja, obwohl ich weiß noch nicht, ob ich das verraten will. Ja, soll ich das verraten? Nein, lasst euch mal überraschen. Es gibt ein schönes Geburtstagsspecial, könnt ihr euch darauf freuen. Ein kleines Gameplay-Video, ein Let's Play. Aus alten Zeiten, hat ein bisschen was mit dem Vergangenheitszwecki zu tun. Ja, freut euch drauf. Da ich mal was ausgekramt, habe ich eigentlich schon fast zu viel verraten. Naja, freut euch drauf. Eine Überraschung zum Geburtstag für euch. Die Dwarf-News sind heute lang. Ach du Schande. Naja. Muss mal sein. Jetzt durch. Den nächsten Punkt mache ich kurz. Ich habe mir überlegt, ja, ein Lego der Hobbits Part habe ich bereits gemacht, habe ich bereits beendet. Ich glaube, das habe ich sogar, habe ich das gelöscht, habe ich das, ja, gelöscht nicht, habe ich das privat gestellt. Einige Projekte von früher habe ich privat gestellt, weil sie halt einfach saumäßig aussahen. Vielleicht war das damit dazwischen. Jedenfalls ist es auch schon lange her. Ist auch ein Projekt aus meiner Anfangszeit auf YouTube, aus der 2016er Zeit. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kann man ja da was draus machen. Und nein, kein Let's Play again von der Hobbits Lego machen, sondern ich habe auch ein anderes Lego-Spiel, das da heißt Lego der Herr der Ringe. Und da wollte ich euch mal fragen an dieser Stelle, was hieltet ihr denn davon? Es wird nicht sehr bald passieren, aber vielleicht ja, doch jetzt im September noch kommen. Ich würde schon Dezember sagen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein Lego Herr der Ringe für den 3DS sehen wollt. Ist, glaube ich, ein DS-Spiel sogar. Aber würde dann auf dem 3DS gespielt werden. Ich würde mich darauf freuen. Ich würde das gerne machen, wenn sich mal ein Platz bietet. Und ja, würde sich anbieten, wäre eine coole Sache. Zwergenfürst LP spielt Lego Herr der Ringe. Eine feine Sache, denke ich. Und würde sich anbieten. Ja, ich versuche hier auf mein Handy zu klicken, das schaltet sich immer aus. So eine Schande hier. So ein Mist. Ich muss hier mal kurz stehen bleiben. Dann bin ich bestimmt gleich wieder auf dem 8. Platz, aber ich lese hier mal ein bisschen von meinem Skript ab. So. Punkt 8 sind wir schon. Das sind so viele Punkte hier. 9 Punkte sind es insgesamt, also sind wir nicht fertig. Punkt 8 ist Animal Crossing New Leaf. Die Fragerunde. Ja, ganz einfach. Ich habe da ein neues altes Projekt ins Leben berufen, das Animal Crossing New Leaf ist. Da habe ich so ein paar Parts für gemacht, so ein bisschen rumgewurschtelt und da ein bisschen. Ja, hat das Spiel nur gezeigt. Jetzt kam schon ein Part raus mit der ersten Fragerunde auf Ask.fm, auf Ask.fm. Ist verlinkt in der Videobeschreibung, wahrscheinlich. Ja, ist in der Videobeschreibung verlinkt und in der Kanalbeschreibung. Bitte nachgucken. Und da gibt es einen Link zu meinem Ask.fm-Account. Da könnt ihr mir Fragen stellen. Und in Animal Crossing New Leaf wird es dann immer
Zuschauerfragen beantwortet. Da werde ich dann innerhalb eines Parts dann immer die Fragen thematisieren und daraus dann ein Video zusammenschustern. Ja, kommen wir zum letzten Punkt, mit dem ich mich jetzt hier von den langen Draft-News verabschiede. Das war heute nicht zu lang und zu schwer für euch. Ja, einmal muss es sein. Ja, der letzte Punkt ist dieser Liste. Ein Punkt namens Streaming. Wie einige von euch bemerkt haben könnten, einige weniger, habe ich mal in letzter Zeit etwas versucht. Ich habe zum einen versucht, YouTube-Streaming zu betreiben. Habe da mal ein, zwei kleine Streams, Handy-Videos, Handy-Streams gestartet. Habe das mal ausprobiert. Und zum zweiten habe ich mich mal getraut und habe einen Twitch-Kanal, einen Twitch-Channel gegründet. Hier einmal die große Werbung dafür. Ich bin jetzt endlich auch mal auf Twitch. Bin da jetzt nicht sehr aktiviert, was Livestreams angeht. Einen habe ich da schon gestartet. Einen ersten Twitch-Livestream habe ich da schon gemacht und lade da jetzt ab und an mal Let's Plays von mir hoch. Und die sind dann auch ab und zu mal live. Die werden dann als Premiere live gestartet. Also ja, ich betreibe das ein bisschen als Videoplattform. Aber würde das auch gerne zukünftig als Streaming-Plattform betreiben und dann mich mit meinen Handy-Videos mal ein bisschen beteiligen. Und da die Frage an euch, das sind halt wirklich nur Handy-Videos, halt so, ja, mit meiner Handykamera gefilmt. Da setze ich mich auf meine Couch und laber ein bisschen, halt die Kamera mir ans Gesicht und ja, rede auch ein bisschen mit euch, wenn sich jemand im Chat blicken lässt. Und die Frage an euch, wollt ihr das? Seid ihr interessiert an Streams? Würdet ihr dabei sein? Weil ich mache das dann nur aktiv, wenn auch welche kommen würden. Deshalb die Frage, wollt ihr auch zukünftig Streams von mir, Livestreams von Zwergi sehen? Und wenn ja, wo? Also, ich habe jetzt beides. Ich kann jetzt YouTube Handy Livestreaming machen und Twitch Livestreaming. Und was wollt ihr? Sagt's mir an. Soll ich auf Twitch streamen oder auf YouTube streamen? Schreibt's mir auch in die Kommentare, dann weiß ich's, ob Interesse da ist und ja, dann kann ich danach handeln. Wenn ich dran gedacht habe, dann ist hier oben jetzt gleich in der Infobox eine kleine Umfrage. Da könnt ihr dann draufklicken, was ihr wollt. Wenn ich nicht dran gedacht habe, dann ist da jetzt keine Infobox drin. Dann war ich mal wieder zu blöd dazu, im Video-Upload das da dann noch einzufügen. Und wie auch immer, wenn das dann oben halt keine Infobox ist, dann schreibt das mir in die Kommentare. Würde ich sehr gerne wissen, wie ihr dazu steht. Ja, dann würde ich sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr, um den Zwang fürst verpassen wollt. Habt es noch einen angenehmen 40 Tag. Gehabt euch wohl und haut da rein. Man sieht sich. Ciao, ciao. Ich muss jetzt hier ganz schnell beenden. Der Part ist schon sehr, sehr lang. Die Dorfnuss sind Überlänge. Haut da rein. Adios.